Erstmal einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich sage es vorneweg, ja, es ist jetzt schon fast eine halbe Woche liegt das Pokalfinale im RVM-Pokal zurück, was ihr gegen Germania Dattenfeld ziemlich unglücklich verloren habt. Wir schauen gleich auch noch ausführlich in die Bilder rein. Hat sich der Ärger bei dir inzwischen so ein bisschen gelegt oder ist es innerlich immer noch so ein bisschen, bist du noch aufgewühlt, brodelst da noch so ein bisschen? Ja, man mag gar nicht darüber groß sprechen. Also schmerzlich war das sehr, sehr hoch nach dem Spiel. Aber jetzt nach eineinhalb Wochen ist er klar noch da. Aber man muss das irgendwie versuchen, so schnell wie möglich zu vergessen. Schön, dass du dich trotzdem stellst und trotzdem ein bisschen drüber sprichst heute hier in der Sendung. Wie war das denn im Vorfeld der Partie? War die Anspannung bei euch schon groß? Ich meine, ihr seid Meister geworden, aufgestiegen in die Regionalliga, sprechen wir ja auch nochmal drüber. Auch Glückwunsch an dieser Stelle. Trotzdem hat man so im Hinterkopf, wenn man das FVM-Pokalfinale gewinnt, dann steht man auch in der kommenden DFB-Pokal. In der Hauptrunde, in der ersten Runde, denkt man da auch so ein bisschen an die Gelder, die dem Verein da möglich sind, oder hat man diesen Druck gar nicht gehabt? Ja, natürlich steht man irgendwo ein bisschen unter Druck, weil das war eins unserer Ziele vor der Saison, die wir uns klar gestellt haben. Und wenn man natürlich auch an das Geld denkt, dass dem Verein zugutekommen würde, dann war der Druck schon ein bisschen da. Aber wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen und das Ergebnis ist leider. Ja, ihr wart sehr nah dran. Ihr habt es bis ins Finale geschafft. Auch nur, ich würde sagen, ein paar Sekunden haben euch am Ende gefehlt zu dem Einzug zum Pokalfinale und zum Einzug in die DFB-Pokal-Hauptrunde. Und der Kollege Noah Podelko zeichnet jetzt auch so ein bisschen den Weg nach, eben in dieses FVM-Pokalfinale des Bonner SC. Es hätte die Krönung einer bis dato überragenden Saison werden sollen. Doch das letzte Saisonspiel. Es sind nur Sekunden, um die perfekte Saison zu realisieren. Aber Dattenfeld, Sebastian Hecht, reißt mit seinem 2:2 Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit der Verlängerung den NRW-Ligameister aus allen Träumen. In einem der spannendsten und dramatischsten FVM-Pokalendspiele der Geschichte vergeigt der BSC das anschließende Elfmeterschießen und muss in letzter Sekunde den so lukrativen Einzug in die erste DFB-Pokalhauptrunde Germania Dattenfeld überlassen. In meiner Karriere, ich denke, ich war noch nie so enttäuscht und ich brauche mindestens diese drei Wochen, was kommen jetzt in diese Urlaubzeit, aus dieser großen Enttäuschung übergehen, oder ich weiß nicht. Nur drei Tage vor der so niederschmetternden Niederlage hat Dalibor Karnay und sein Team noch allen Grund zum Jubeln. Das erste große Saisonziel Meisterschaft gelingt, ironischerweise aber erst dank Dattenfelds Punktgewinn gegen Fortuna Düsseldorf 2. Dem Aufstieg in die Regionalliga soll dann gegen Dattenfeld der Einzug in die erste DFB-Pokalrunde folgen. Das bringt rund 200.000 Euro in die Klammenkassen, mit denen deutlich größere Sprünge in der Kaderplanung vollzogen werden können. Das große Saisonziel Nummer 2, der FVM-Pokal. Bis der BSC das gute Stück zumindest aus der Nähe betrachten darf, müssen bereits in den Runden davor teils hochdramatische Spiele überstanden werden. Und fast immer im Gepäck späte Ausgleichstore gegen Bonn. In Pokalrunde 1 bei Bergisch Gladbach zwingt deren Kapitän Uwe Brüggemann in der 83. Minute den BSC in die Verlängerung. Nachsitzen bei den klassentieferen Gladbachern. Ein hartes Stück Pokalarbeit für die Bundesstädter beim späteren Mittelrheinligameister. Erst Daniel Keiterwell bricht den zähen Widerstand. Viertelfinale. Und dort kommt es nicht zum Duell David gegen Goliath. Sondern hier will der kleine Bruno aus Alfter dem großen Bonner Löwen ein Bein stellen. Landesliga gegen NRW-Liga, VfL Alfter gegen Bonner SC. Zwei Ligen Unterschied, die man, eigentlich pokaluntypisch, auch sieht. Zwar gelingt dem BSC durch Leon Binder erst nach knapp 60 Minuten die 1:0-Führung. Doch in Gefahr gerät der Sieg des Favoriten zu keiner Zeit. Ercan Aydogmus macht mit seinem Treffer alles klar. Durchs Viertelfinale marschiert der BSC souverän. Die holprige Asche von Hilal Marok-Bergheim wird im Halbfinale dann beinahe zum Stolperstein. In der Nachspielzeit gelingt dem damaligen Bezirksligisten der Ausgleich. Wieder ein später Gegentreffer, wieder muss Bonn in die Verlängerung. Es riecht nach Pokalsensation. Bis ins Elfmeterschießen muss sich der BSC quälen, aber genau das macht er den Pokal aus.
Und erst im ultimativen Finale geht dem Underdog aus Bergheim die Puste aus. André Wiewering schießt den Bonner SC ins Finale des FVM-Pokals. Der Blamage noch soeben entkommen, greifen die Bonner nach dem Double. In Scharen strömen die Fans zum Finale in das Stadion an der Menzenberger Straße in Bad Honnef. Ein wahrer Run auf die Tickets, die Haupttribüne seit Tagen ausverkauft. Über 2000 Fans wollen live miterleben, wer sich den Traum einer möglichen Pokalpartie gegen Bayern München krallt. Die Löwenfans aus Bonn sind kleiner Überzahl, die Stimmung prächtig, was sich aber noch drastisch ändern sollte. In der ersten Halbzeit der Meister aus Bonn gegen den Tabellenzehnten der NRW-Liga spielbestimmend. Aber beide Teams ohne die ganz großen Chancen. Keiner will den vielleicht entscheidenden Fehler begehen. Zu viel steht auf dem Spiel. Im Regen von Honnef geht's mit 0:0 in die Pause. Den ersten echten Knaller der Partie setzt André Wiewering. Der DFB-Pokal-erfahrene EBSC-Innenverteidiger zielt mit dem Kopf ein paar Zentimeter zu hoch. Eine Bonner Führung wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen. Wie man es genauer macht, zeigt wenig später Dattenfelds Manuel Govac. Sein Tor eröffnet das Pokalfinale 2009 endgültig. Der Sohn des FC-Vizepräsidenten Jürgen Govac mit einem herrlichen Freistoß. Der Germania Dattenfeld in einen ersten Pokalrausch versetzt. Bonns Antwort auf den Rängen dagegen mehr als unschön. Krawalle und Feuerwerkskörper haben auf der Tribüne nichts zu suchen. Die Zeit rennt Bonn davon, aber sie glauben an sich. Und das wird belohnt. Abdelmalek Adnouen findet seinen Kapitän. Dalibor Kanay köpft den BSC noch in die Verlängerung. Diesmal der späte Treffer für den Sportclub. Der Ausgleich völlig verdient. Der BSC spielt zwar nicht wirklich gut, aber er ist besser als die Germanen aus Dattenfeld. Der erste Akt des Pokaldramas ist vorüber. Der Höhepunkt liegt beim Bonner SC und seinem Last-Minute-Treffer. Und der Riesenjubel sollte gar nicht erst verstummen, außer bei Michael Canizales. Bonns Außenverteidiger sieht nach einer angeblichen Schwalbe noch in der regulären Spielzeit gelb-rot. Ein hartes Urteil, von dem der BSC sich aber nicht beeindruckt zeigt. Denn nach nur 2 Minuten in der Verlängerung wird Dalibor Kanay im Strafraum gelegt. Keine Frage, Strafstoß. Der Gefaulte tritt dabei selbst an und zeigt sich beeindruckend nervenfrei. Seine Kollegen hätten sich merken sollen, wie Elfmeterschießen funktioniert. Der BSC hat das Spiel innerhalb von 5 Minuten gedreht. Und als Ercan Aydogmus 2 Minuten vor dem Ende verzieht, glaubt wohl trotzdem niemand so recht, dass sich das Auslassen dieser Riesenchance so brutal rächen wird. 120 Minuten sind in diesem intensiven Pokalfight vorbei. Der BSC wähnt seine Hände bereits am Pott. Hier muss doch jetzt endlich Schluss sein. Ist aber nicht. Bonn verliert im Vorwärtsgang den Ball. Der Rest ist blankes Entsetzen im BSC-Lager. Der zweite Akt des Dramas mit dem Höhepunkt für Germania Dattenfeld. Spannender geht's kaum. Das Elfmeterschießen bringt die Entscheidung, bei wem der große Pokaltraum in Erfüllung gehen kann. Die Fans im Showdown inmitten der bangenden Spieler. Und da hat Dattenfeld einen Michael Cibula im Kasten. Gleich 3 Elfmeter hält der Germanenkeeper und stürzt den BSC im letzten Spiel des Jahres ins Tal der Tränen. Das ist wirklich ein ganz bitterer Moment. In 5 Sekunden Verschluss bekommen wir noch den Ausgleich. Habe ich auch noch nie erlebt. Bitter. Ja, es ist bitter, weil da ja auch wirtschaftlich viel dran hängt. Ne? Das ist neben der Motivation in der Vorbereitung, sich auf das erste Pokalspiel zu freuen, in der Pokalhauptrunde und dem Geld, was damit verbunden ist, ist das natürlich äußerst bitter. Und wenn der Gegner bei allem Respekt nicht besser war, tut das schon sehr weh. Ne? Die perfekte Saison ist also nicht gelungen. Der BSC wird nicht in der Lostrommel sein. Aber nach einer der erfolgreichsten Saisons der letzten Jahre mit Meisterschaft und Aufstieg gibt es beim Bonner SC keinen Grund,
niedergeschlagen, am Boden zu bleiben.